Hey, ihr Beutelchen, und herzlich willkommen zurück zu der Chaos-WG Nummer 1 hier in Deutschland. Ja, ihr Lieben, immer noch da. Ich habe gerade offline etwas gefunden. Das steht hier oben. Hier ist das gute Stück. Und dementsprechend mit einem Goldfisch drin. Ja, wir hätten in der Tierpraxis, Tierklinik keinen Goldfisch kaufen dürfen, weil der schwimmt jetzt bei der Tierklinik rum. Das heißt, ich durfte wieder 20 Euro ausgeben. Egal, wir haben auf jeden Fall einen Fisch, wozu auch immer wir den brauchen. Ich würde sagen, wir machen weiter. Beutelchen trainiert ihre Schreibkunst, damit wir ein bisschen mehr Knete wieder reinbekommen. Kali, du musst nicht arbeiten, oder? Nein. Kali muss nicht arbeiten. Was bist du eigentlich? Schatzjägerin. Was haben wir mit der Heli A? Oh, sie muss ganz dringend. Kali, es tut mir leid, aber. Ich spiel mal eine Runde. Edia muss ganz dringend programmieren lernen. Programmieren. Nein, kein Virus. Ich dachte, das wäre wie ein Videospiel. So, soll ich das mal machen? Dann sind alle halbwegs. Ich musste gerade gucken, weil die Nachbarn gerade ein bisschen bohren. Dafür hätte ich dir jetzt eine Nackenschelle geben müssen. Wie aufrecht. Sehr schön. So, Kali übt noch ein bisschen. Ich würde ja Kali irgendwie ein Klavier kaufen. Mit Fisch reden. Komm du Meerjungfrau, rede mal. Das will ich jetzt sehen. Lupschi! Jetzt mal gucken, wo wir den am besten hin platzieren. Guck mal, wer da kommt. Ebony Flurba. Freeba Naya Floop. Vobal Soapy. Piff of the Zoo. Neep. Okina Game. Omoof. Narfa, Fazoo whiffed in a bay. Kisanus Navy, Oompafree, Chibi, Chabina, Smurgs, Shumba Smurgs, Unga, Cleave, Tanif Fazoo, Pliva, Paneev. Kali, aus, nein, komm zurück. Beobachte den Fisch. Selbstsicher? Warum bist du denn jetzt selbstsicher? Beobachtest du den jetzt da von unten? Nein. Ich will zu... Kali wieder. Was? Gut, wir müssen programmieren üben. Das war anscheinend falsch, aber ich habe irgendwas gemacht. Das ist sehr schön. So, Beutelchen. Ich glaube, du musst mal ganz dringend auf Low. Kali, du darfst umgehen. Komm, Beutelchen, du hast es fast. Die lieben alle Teesaufen.
Oh, Beutelchen muss mal Pipi machen. Kali, beeil dich. Wie ein Schämmchen Pieschen? Was ist los? Aufräumen. Sei mal so gut, wenn du schon dabei bist. Beutelchen, kurze Unterbrechung. Nein, aufräumen. So, Kadi muss leider wieder ein bisschen für uns kochen. Kriegt die ernsthaft? Dann kann Beutelchen ein bisschen weiterschreien üben. So, braucht denn Kali was zu mampfen? Nein, Kali braucht nichts zu mampfen. So, Beutelchen ist fast soweit. Das ist freundlich. Danke, Kali. Gericht nehmen. Wie sieht's bei Heli aus? Ja. Sie hat auch Hunger. Jawohl. Was mögt ihr euch denn ständig nicht? Weit gibt's was hinter die Löffel? So, Beutelchen, los. Du darfst essen gehen. Geh zu Helia. Genau. Kali ist wieder eine Runde schwimmen. Ist er denn die andere Nixe? Nein, wer bist du? Gut, ist nichts. Unterhaltet ihr euch über Teller? Schön, das haben wir. Wir hatten jetzt so komisch. Das war sehr komisch. So, Beutelchen, dann bist du mal so nett und schreibst weiter. Cappy! Da ist die Gute. So, dann könnten wir eigentlich beobachte mich nicht beim Pöllern. Uncool. Was zum sportlich. Ich glaube aber, kleine Helia könnte mal aufs Laufband. Oh nein, das wollte ich nicht.
warte doch mal, ich will Kumpel werden mit dir. Oh. Schön. Big T? Hört auf, immer Beutelchen zu belästigen. Bürsten und dann kann... Oh nein, das will ich nie. Darf Klein Helia hier meine Runde trainieren? Und Beutelchen müsste mal ganz dringend ins Bettchen. Gut, spiel mal ein Spiel. Damit du ein bisschen hochkommst. So, Kali geht's soweit gut? Nee, soll sie mal... Wer bist denn du? Alter. Hallo? Nein, Tür ist zu. Helia, versteck dich. Helia, versteck dich. Versteck dich. Ich brauche einen Hintereingang. Die Person, die gleich an ihn vorbeigeht, bitte ignorieren. Die ist nicht real. Guck mal, wer da kommt. Unsere Nichtfürstin. Blumen. So, dann geht Kali schlafen. Beutelchen müsste eigentlich auch ganz dringend schlafen. Dann schicken wir alle jetzt ins Bett. Helia, ich hab's gesehen, so unsportlich. Warum eigentlich immer... Sehr freundlich. Sie hält's aber durch. Nicht so wie Beutelchen. Kali, ab ins Bett mit dir. Ich hoffe, das war einer der Hunde. So, wenn die Helia dann fertig ist. Duschen. Hehe, da freut sie sich sogar. Und ich würde sagen, schlafen. Ja, hopp, hopp, ab ins Bett mit dir. Ach, wir können ja vorspulen. Nicht fürs den Kishat vor sich hin. Duschen, Klo. Aufräumen und wir wehren uns ein Neuchts. Gerichte machen. Ja, damit es wunderschön auf die Hüften geht. Beutelchen schläft noch. Ach, Kali wurde vom Hund wach gemacht. Uncool.
Alles klar, Kali ist verbuggt. Yep. Das ist wirklich sehr schön, dass die Personen dann immer nach einer Weile verbuggt sind. Nein, die Schatzkiste kommt hier hin. So, wenn Beutelchen gleich aufsteht. Duschen. Verwenden. Dann muss Beutelchen Essen machen, denn Helia muss gleich aufstehen. Hat sie gerade angehört? So. Selbstsicher, das freut mich, Beutelchen. Aufräumen dann bitte. Ah, guck mal, wer... Nein. Aufräumen. Dann braucht das Beutelchen nicht machen. Dann kannst du dir auch ein Gericht nehmen. Nein, ich habe vergessen. Das mit den Schmerzen habe ich total vergessen. Schande über mich. Kali. Chargi, Hispa, Zombo. Neep, neep, neep. Oh, come on now. So, Beutelchen, du bist mal so nett. Ich hoffe, Kali nimmt sich wenigstens selbst was zu essen. Gut. Schön, dass die Sims... Sehr schön. Kali muss sich jetzt erstmal alleine machen. Sie ist leicht verbuggt. Jungs, draußen. Da! Nicht hier. So, Beutelchen müsste ja bald ihre Fertigkeit haben. Helia müsste bald arbeiten. Geht doch. Was ist denn jetzt passiert? Oh. Ist sehr freundlich. So, Kali, du darfst eine Runde mal Pipi machen gehen, dann darfst du eine Runde baden. In einer Stunde muss sie wieder arbeiten gehen. Und Kali, wartet mal, Kali, glaube ich, muss um 17 Uhr erst. Yep.
17 Uhr. Ja, Beutelchen hat's. Beutelchen, ich bin so stolz auf dich. So, dann darfst du eine Runde spielen und dann, wenn du fertig bist mit Spielen, Freelancer nach Auftrag suchen. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Ich geh mal auf Klo. Das war... Das schaffst du schon. Einfach mal raus und dann auf. Gott sei Dank. Wehrt sie sich dagegen? Kann man das hier draußen irgendwie? Na, schade. Wegwerfen. Danke, Kadi. So, Beutelchen, du hast gespielt. Kali ist immer noch leicht verbuggt. Lasst mal schauen. Wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Geld. Das ist auf jeden Fall das meiste. Dann wollen wir mal das hier nehmen. Dann kannst du erstmal Freelancer-Buch schreiben mit Kunden chatten. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, werde ich hier einen Cut machen. Die Kali ist wieder mal leicht verbuggt. Ich würde sagen, ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen und wir schauen mal, ob wir die Kali wieder auf den rechten Pfad bringen. Da freut sie sich jedenfalls. Also bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.